Bei Olaf Scholz weiß man nicht mehr, ist es jetzt eine Lüge oder hat er es mal wieder vergessen? Wir erinnern uns alle daran, wie er uns damals als Bundesfinanzminister versprochen hat, dass es keine Mehrbelastung durch die Grundsteuer geben wird. Vor allem, da sie ja auch Mieter und vor allem auch Eigenheimnutzer hier mit unter anderem am stärksten treffen wird. Doch jetzt 2024 vor dem großen Wechsel 2025 sieht die Welt etwas anders aus. Denn mehrere hundert Gemeinden haben auch jetzt schon im Jahr 2023 auch für 2024 hier die Hebesätze angepasst. Wir schauen uns jetzt mal das Thema Grundsteuer B noch einmal hier im Detail an und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video hier von Steuern mit Kopf auf YouTube. Ja, es ist durchaus im Großen und Ganzen hier kein Spaß, wo man ganz klar sagen kann, die Lebenshaltungskosten vor allem auch für natürlich Mieter und Eigenheimnutzer oder Selbstnutzer steigen immer weiter. Natürlich zum einen hier die Stromkosten, die ja steuerpolitisch hier massiv erhöht worden sind, plus zudem natürlich auch noch weitere, sag ich mal, politisch gewollte Preiserhöhungen. Denn, wie gesagt, am Ende ist es ja auch ein Fakt, dass, sag ich mal, die aktuelle Russland-Ukraine-Situation zwar natürlich hier zu Streit zwischen bestimmten Ländern führt, gleichzeitig aber alles auf dem Rücken der Steuerzahler und Steuerzahlerinnen ausgetragen wird. Denn ein Punkt ist natürlich auch, durch die, ja sag ich mal, Energiepolitik der Bundesregierung haben sich unsere Lebenshaltungskosten weiter erhöht und dadurch prozentual obendrauf schon einmal die gesamte Steuerbelastung. Nichtsdestotrotz gibt es jetzt hier neue Meldungen und zwar hier Eigentümer ächzen unter Grundsteuer. 103 Gemeinden erhöhten hier den Hebesatz 2023 und hier ist es vor allem relativ krass, wenn man sich das schon mal anschaut. Münchner Gegend, richtig heftig, bereits 2016 gab es hier eine massive Grundsteuererhöhung und jetzt 2022 nochmal, wie seit 2016 nicht mehr, und jetzt 2023 nochmal hat man hier mächtig in die Tasche der natürlich Mieter und vor allem auch natürlich an der Stelle der Eigenheimbesitzer gegriffen. Hier über 100 Gemeinden mit mehr als 20.000 Einwohner haben ihre Grundsteuerhebesätze im vergangenen Jahr nämlich teilweise kräftig erhöht. Das geht auch aus einer aktuellen Umfrage hervor. Da haben wir euch ja schon bereits im August mal ausführlich darüber berichtet, über jedes einzelne Bundesland, wie sich das dort entwickelt hat. Und es ist schon krass. Also vor allem, wenn man sich anschaut, hier ist eine Stadt dabei. Jetzt finde ich sie auf die Schnelle nicht. Da sind, genau hier, Bad Homburg zum Beispiel geht um 345% drauf und ist damit jetzt hier, sage ich mal, Spitzenreiter mit den Anhebungen, hier jetzt 690% bei der Grundsteuer beim Hebesatz. Ganz klar ist natürlich hier, dass es an der Stelle vor allem auch Auswirkungen haben wird auf den Mieter- und Verbrauchermarkt, denn es gibt vor allem auch etwas, was aber vergessen worden ist, denn es gibt zwei Themen, die unabhängig vom Hebesatz durchaus hier relevant werden, wo auch die Gemeinden keinen Einfluss haben. Und zwar gibt es hier, wie gesagt, mehrere Punkte und 2024 könnte die Grundsteuerreform in dem kommenden Jahr Immobilieneigentümer zur Kasse bitten, hauptsächlich wegen drei Faktoren. Zunächst einmal hier die kommunale Finanzaufsicht vieler Länder hat im Vergleich zum Vorjahr deutlich aktiver im Vorfeld der Genehmigung von kommunalen Haushalten hier eingegriffen. Bedeutet, hat man schon gesagt, hey liebe Leute, ihr müsst euren Haushalt wieder in den Griff bekommen. Zweitens kam hier eben der kommunale Finanzausgleichssystem noch zum Tragen. Das heißt, auch hier gab es einen Nivellierungshebesatz zu nachholenden Erhöhungen bei Kommunen, die bis dahin unter einem bestimmten Hebesatz in ihrem Umfeld lagen. Also mussten diese auch zwangsläufig hier auf Länderebene das Ganze anpassen. Und insgesamt gab es noch dann weitere Probleme. Genau, dritter Punkt waren hier natürlich, dass im Grunde neue Anpassungen der Grundsteuer ab 2025, weil die Gemeinden ja noch nicht wissen, wie hier, sag ich mal, sich die Grundsteuer hier, also die Grundsteuerbemessungsgrenzen hier anpassen. Und da will man natürlich sagen, hey, wir könnten ja wieder runtergehen. Jetzt ist es so, die DIHK, kein großer Freund hier übrigens von Robert Habeck, unserem schlechtesten Wirtschaftspolitiker überhaupt, hat hier eine kleine Zusammenfassung gemacht und zwar an der Stelle, die DIHK betonte die große Spannbreite der Hebesätze und zwar hier geht es jetzt aktuell um 103 Kommunen von 700, die erhöhten die Hebesätze im vergangenen Jahr. Hier gibt es eine Umfrage dazu und demnach erhöhten 26 Gemeinden ihren Hebesatz zwischen 20 und 49 Punkten, insgesamt 38 Gemeinden
ihren Grundsteuerhebesatz jeweils um 50 oder 100 Prozentpunkte und 17 Gemeinden sogar mehr als 100 Prozentpunkte. Das heißt, wenn vorher zum Beispiel der Hebesatz hier bei der höchsten Gemeinde, sage ich mal, bei 400 Prozent war, dann ist der jetzt bei 500 Prozent oder wie hier in dem Beispiel von Bad Homburg, wo sie, wie gesagt, von 345 Prozent raufging auf 690 Prozent. Und hier, wie gesagt, gibt es noch die Spitzenreiter von Xanten hier auf 850 und natürlich auch hier in Oberursel oder Oberursel mit 947. Es ist, wie gesagt, eine mit der stärksten Grundsteuererhöhungen der letzten Jahrzehnte in vielen Fällen, weil viele einfach hier anpassen mussten. Hier gibt es auch eine nette Statistik in dem Artikel und zwar zu den einzelnen Bundesländern hier, zum Beispiel Bayern 2015 im Vergleich immer zu 2023. Und man sieht schon, in Bayern ist das Ganze sehr moderat gewesen, hier maximal, sage ich mal, so 10% natürlich im bayerischen Durchschnitt. Bremen hier mit knapp 110% im Durchschnitt, Hessen hier an der Stelle auch mit knapp 70 Prozentpunkte, Niedersachsen hier mit knapp 40 Prozentpunkten, Nordrhein-Westfalen mit knapp 60 Prozentpunkten, Sachsen zum Beispiel hier mit knapp 20 Prozentpunkten. Und wie gesagt, an der Stelle ist es schon so, dass auch Experten ja, wie auch ich schon in den letzten Monaten gesagt habe, wird man damit rechnen können, dass an dieser Stelle schlichtweg einfach die Steuerbelastung jetzt hier massiv an die Endverbraucher weitergegeben wird. Denn wir wissen ja, die Grundsteuer ist eine Betriebskosten, ein Nebenkostenbestandteil, der und zwar zu 100% an dann die Mieter weitergegeben werden kann. Das heißt, es ist keine Mehrbelastung für an der Stelle den Vermieter oder den Eigentümer, sondern am Ende hier zahlt am Ende der Mieter oder der Selbstnutzer das auf im Großen und Ganzen seine Kappe. Und da kann man durchaus sagen, wäre es nicht angebracht, hier durchaus eine Überlegung durchzuführen, zu sagen, hey, wir passen das Ganze an, vor allem wenn man sich anschaut, wie die Hebesätze übrigens hier sich weiterentwickelt haben in der gesamten Bundesrepublik von 1991 bis 2022 erstmal. Da haben wir hier von 309% auf 486% für uns entscheiden wir hier die Grundsteuer B, denn die Grundsteuer A ist, wie gesagt, ein anderes Thema. Dann haben wir auch noch hier den Fall der gesamten Grundsteuereinnahmen und auch hier wieder die Steuereinnahmen Grundsteuer B. An der Stelle das Schwarze, das Große sind an der Stelle hier die kompletten Einnahmen im Bereich der Grundsteuer in Deutschland. 14,87 Milliarden im Jahr 2022. Und das ist ja auch ein Block, den man jetzt aktuell nicht, auf den man nicht verzichten will. Vor allem, wenn man natürlich im Blick hat, dass wir auch 2025 nach aktuellen Schätzungen sogar hier von Handelsblatt und diversen anderen Medien sogar mittlerweile ein Defizit von knapp 25 Milliarden haben. Der erste Bericht des Handelsblatts war ja erst mit knapp 17 bis 20 Milliarden sowas mit dabei. Das heißt, hier wird definitiv auch wahrscheinlich keine Anpassung kommen, denn wer heute auch noch das Märchen glaubt, dass im Grunde hier auch letztes Jahr noch vielerorts oder häufigerweise unter meinen Videos kommentiert worden ist, dass es hier ja eine Anpassung geben wird, die wird es wahrscheinlich nicht geben. Und das, was viele gehofft haben, dass man hier sagt, okay, die Grundsteuerhebesätze werden hier wieder gesenkt, das kann vielleicht vereinzelt vorkommen, aber in den meisten Fällen geht es einfach tendenziell nach oben, denn hier war es ja auch schon so, die Auswertung, die ich euch letztes Jahr vorgestellt habe, im August, meine ich, war das, in 16 Bundesländern ging es eigentlich nur nach oben, weil natürlich auch hier die Einnahmesituation immer enger wird, vor allem auch bei den Kommunen, die ja auch hier laut eigenen Angaben immer mehr Aufgaben von Bund, Länder und EU aufgedrückt bekommen, die sie einfach mitmachen müssen, wo man sagt, das muss irgendwie mit Personal finanziert werden. Was ist deine Meinung? Lass es uns unten in den Kommentaren wissen und ja, wie gesagt, lass auch mal ein Like und ein Abo da.